Thema Monotonie und Krümmung. Das ist eine Doppelseite, die euch vermutlich relativ schnell reingehen wird, weil es sehr anschaulich ist. Also, wir haben das Schaubild von einer Funktion dritten Grades. Und wenn man sich das so vorstellt, also man sieht von der Seite auf ein Männchen, das ein hügeliges Gelände durchläuft, dann kann man doch sagen, in dem blauen Bereich läuft das Männchen bergauf, also von dem x-Wert bis zu dem x-Wert bergauf. Dann läuft das Männchen die ganze Zeit bergab, von dem x-Wert hier bis zu dem x-Wert und dann hier wieder bergauf. Bergauf, bergab heißt in Mathe-Sprache streng monoton steigend bzw. streng monoton fallend. Okay, und woran erkenne ich das? Den Bereiche, wo das Schaubild steigt bzw. wo das Schaubild fällt, wenn ich nur das Schaubild der zugehörige Ableitungsfunktion hätte. Also hier drunter in dem Koordinatensystem ist das Schaubild der Ableitungsfunktion zu dieser Funktion. Also hier haben wir eine Funktion dritten Grades, dementsprechend die Ableitung ist eine Parabel, also zweiten Grades. Und wenn ihr euch das anschaut, überall da im blauen Bereich, was macht da die Ableitungsfunktion? Die befindet sich im positiven Bereich. Die ist hier oberhalb der x-Achse. Und hier praktisch ab 2 ist das Schaubild auch wieder steigend, ist die Ableitungsfunktion auch oberhalb der x-Achse. In dem roten Bereich ist die Ableitungsfunktion unterhalb der x-Achse. Also steigend heißt immer f' größer 0 und fallend f' kleiner 0. Und ich denke, das macht ja auch Sinn. Die Ableitungsfunktion gibt ja eben die Steigung an. Und wenn die Steigung positiv ist, hat die Ableitungsfunktion und das Schaubild der Ableitungsfunktion einen positiver y-Wert. Ist die Steigung negativ, rot, hat die Ableitungsfunktion bzw. das Schaubild einen negativen Wert und befindet sich unterhalb der x-Achse. Noch eine Kleinigkeit, hier geht es immer um streng monoton steigen bzw. streng monoton fallen. Streng heißt immer, man geht wirklich die ganze Zeit bergauf. Normale Monotonie, also bisher ging es ja um die strenge Monotonie. Dieses Schaubild hier kann zwar nicht durchgehend als streng monoton bezeichnet werden, weil hier haben wir ja eine Stelle mit Steigung 0. Aber praktisch der strengen Definition genügt es nicht, aber man kann sagen, dass das Schaubild insgesamt monoton steigend ist. Weil monoton steigend verlangt nur, dass die Steigung größer oder gleich 0 ist. Die darf eben nur nicht negativ sein. Das heißt, so eine waagrechte Stelle ist sozusagen in Ordnung. Also der Wanderer könnte hier kurz Pause machen und sich setzen, ohne abzurutschen. Okay, Krümmung. Gleiches Schaubild, nur andere Perspektive. Jetzt sehen wir nicht mehr von der Seite auf Bergprofil, sondern wir sehen praktisch von oben, so vom Hubschrauber auf, sozusagen auf eine Straße. Und auf der Straße fährt ein Fahrradfahrer so durch. Und der muss sich ja in dieser Rechtskurve hier stark nach rechts lehnen, sonst wird er ja auf der Kurve getragen. Hier ist er dann aufrecht und hier lehnt er sich links rein. Also überall da, wo er sich rechts reinlehnt, habe ich es gelb eingefärbt, da sagt man, das Schaubild ist rechts gekrümmt. Und überall da, wo sich der Fahrradfahrer nach links lehnt, grün, da sagt man, das Schaubild ist links gekrümmt. Wer sich es mit dem Fahrradfahrer nicht richtig vorstellen kann, ich habe hier noch ein Auto gezeichnet, beziehungsweise meine Frau hat ein Auto gezeichnet. Von hier, dieser ganze Weg entlang, ist das Lenkrad immer leicht nach rechts eingeschlagen. Hier, genau an dieser Stelle wechselt es, das Lenkrad ist kurz, ohne Einschlag, und dann wird nach links eingeschlagen. Okay, also ich hoffe, jetzt ist klar, was Rechtskrümmung bzw. Linkskrümmung bedeutet, grafisch gesehen. Und die Krümmung finde ich wieder im Schaubild der zweiten Ableitung. Also Monotonie war ja erste und hier sind wir bei der zweiten Ableitung. Ja, wir haben ja hier eine dritten Grades als Ausgangsfunktion. Die erste Ableitung ist eine Parabel und die zweite Ableitung eine Gerade. Und hier sieht man es wieder, im gelben Bereich, wo wir eine Rechtskrümmung haben, da verläuft die zweite Ableitung, also Schaubild, unterhalb der x-Achse, also im Minusbereich. Und überall da, wo ich eine Linkskrümmung habe, verläuft die zweite Ableitung im positiven Bereich, oberhalb der x-Achse. Und genau an dieser Stelle, an der die Krümmung wechselt, da haben wir kurz weder Links- noch Rechtskrümmung, verläuft das Schaubild der zweiten Ableitung, schneidet die x-Achse.
So als kleine Merkhilfe. Immer dann, wenn F2-negativ ist, E haben wir eine Rechtskrümmung und bei positiv dann eine Linkskrümmung.